Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video in der Reihe 1x1 des Basenfastens. Heute möchte ich euch einen weiteren Frühstücksbrei vorstellen, und zwar einen Hirsebrei. Fangen wir doch einfach mal mit den Zutaten an. Als erstes brauchen wir natürlich Hirse. Die schaut so aus, und je nachdem, ob ich jetzt wieder einen Brei fürs Basenfasten oder einen basenbildenden Brei zubereite, kann ich diese Hirse unterschiedlich verwenden. Fürs Basenfasten nehme ich für 2 Personen 70 Gramm und diese werden dann gekeimt. Beim basenbildenden Frühstück brauche ich diese Hirse einfach nur über Nacht in Wasser einweichen. Ich habe das schon mal für euch gemacht. Das schaut dann ungefähr so aus. Auch hier wieder ganz wichtig, das Wasser wird nicht für den Brei verwendet, sondern es wird weggeschüttet. Warum? In diesem Wasser sind Stoffe, die um das Hirsekorn drumherum sind, und die möchten wir einfach, sogenannte Antinährstoffe, die möchten wir einfach nicht im Brei dabei haben. Deshalb wird das Wasser weggeschüttet und einfach Neues für den Brei verwendet. Als zweite Zutat brauchen wir Trockenobst. Ich habe hier 50 Gramm Trockenobst für 2 Personen. Das entspricht ungefähr einer Feige, 2 Datteln und 4 Aprikosen. Die werden einfach klein geschnitten, auch in Wasser über Nacht eingeweicht. Und das Schöne ist, dieses Wasser nimmt dann die Süße an, es verfärbt sich dann so leicht braun. Und das wollen wir natürlich im Brei dabei haben, also das wird verwendet. Zum Verfeinern nehme ich einfach Zimt oder auch Vanille, dass man einfach noch so einen schönen abgerundeten Geschmack hat. Damit wir jetzt hier nicht so lange warten müssen, habe ich das Ganze schon mal vorbereitet und ich zeige euch, wie das dann fertig aussieht. Also die Hirse wird ca. 10 bis 15 Minuten mit Wasser auf dem Ofen gekocht und das Trockenobst ist natürlich auch dabei. Und wenn das dann das Wasser verkocht ist, sieht es so aus. Also ein schöner Hirsebrei mit dem Trockenobst. Dazu als Deko wird es heute einen Apfel geben und einfach geröstete Mandelblättchen und Rosinen. Ich zeige euch das mal. Für den Apfel ist auch ganz klar, je nachdem sind wir beim Basenfasten oder bei der basenbildenden Ernährung. Die Zubereitung ist ganz einfach. Also mein Apfel für die basenbildende Ernährung kann ich den einfach ein bisschen in Butter anschwitzen. Als Alternative beim Basenfasten schneide ich den einfach so in Spalten und diese kommen dann in einen Topf mit einem Dünsteinsatz. Ich zeige euch das mal. Also ich habe hier einen großen Topf, da kommt ein bisschen Wasser unten rein und einen Dünsteinsatz und dort wird der Apfel dann reingelegt und wird ungefähr 3 bis 5 Minuten gedünstet. Dann können wir auch schon anrichten. Ich habe das schon mal vorbereitet. Also, als erstes brauchen wir natürlich unser Hirsebrei. So. Dann habe ich hier die Variante eines gedünsteten Apfels, ein bisschen in Butter gedünstet. Der kommt natürlich sehr dekorativ darauf. So. Und dann wird das Ganze zum Schluss mit etwas Liebe verfeinert. Das wären diesmal geröstete Mandeln mit Rosinen. Also dazu einfach nur eine Pfanne nehmen, gar kein Öl, gar keine Butter dazu, sondern einfach die Mandeln, so wie sie sind, da rein tun, die Rosinen auch, und ein bisschen bei mittlerer Temperatur rösten. Das kommt noch darüber. Und schon sind wir fertig. Eine Beere zur Dekoration. Und da ist er, unser fertiger Hirsebrei. Lasst es euch schmecken. Das war's dann schon wieder für heute. Ich hoffe, ich sehe euch in einem meiner nächsten Videos wieder, wenn wir dann weitere Frühstücksvarianten zubereiten. Tschüss und bye bye!